Der dritte Tag der Abenteuer Allrad hier in Bad Kissingen. Und ja, wenn man so richtig cool ausgebaute Fahrzeuge sehen möchte, das ist einer der längsten Seriensprinter, die es gibt, mit einem ordentlichen Allradantrieb von Igelhaut Performance. Und wer das weiß, allein der Allradantrieb kostet mindestens 25.000 Euro, der drin ist. Ja, der sollte nach Eisenach fahren. Du bist der? Heiko. Hallo Heiko. Und du? Grüß dich. Julian. Julian, du? Der Alex. Ja. Christoph. Christoph. Ihr habt alle zusammen was auf die Beine gestellt, was so unglaublich ist, dass ich gesagt habe, wir müssen unbedingt vorbeikommen, das Ganze zeigen. Er ist erstmal sehr lang. Da werden jetzt so Allrad-Enthusiasten sagen, naja, damit kommt man ja nicht durch die Sahara. Aber ihr sagt, der ist so schön höher gelegt, so große Reifen, das ist das maximal machbar, oder? Ja, genau. Also wir haben tatsächlich dem ein bisschen entgegengewirkt mit einer entsprechenden Luftfeder, dass man den hinten auch nochmal ein bisschen hochpumpen kann, um der Länge ein bisschen entgegenzuwirken. Aber grundsätzlich ist das Fahrzeugkonzept erstmal so gedacht, dass man weiterkommt als ein herkömmliches Wohnmobil. Man kann Standorte wieder erreichen, wo man dann mal wieder alleine stehen kann. Und hat natürlich auch noch entsprechend Platz hinten drin, um sein Equipment mitzunehmen, vom E-Bike oder Surfmaterial oder was auch immer. Ich zeig mal gerade, wie lang er ist. Ich muss mal gerade den Weitwinkel mal aufziehen, dass ihr mal seht. Das ist ein 7,40 Meter. Das ist ein 7,40 Meter Sprinter. Das ist tatsächlich die längste Variante, die es jetzt gibt. Aber mit der entsprechenden Höherlegung und den entsprechenden Reifen kriegt er so eine Proportion, dass wir sagen, das ist eigentlich echt ein super cooles Auto wieder geworden. Und ja, wir feiern jeden Tag. Das ist so. Ja, X-Bull, ihr seid ein Team aus wie vielen Leuten seid ihr? In Summe sind wir 7 Mann. Drei Freunde eigentlich, die das Ganze sozusagen auf die Beine gestellt haben. Achso, und der Rest ist nicht befreundet? Ja, doch, wir sind auch schon klar. Auf jeden Fall ist ein kleines Team und ein gutes Team. So, wir werden es uns gleich mal anschauen. Es sind ganz viele Extras verbaut. Die Dachterrasse ist begehbar. Das Ganze geht über eine Außenleiter. Das gucken wir uns mal an. Ihr habt ganz viel selbst gebaut. Also das werden wir gleich mal sehen. Unter anderem die Radkastenverbreiterungen. Die sind von euch. Ja, die haben wir gemacht. Und das war so ein bisschen notgedrungen. Die Firma heißt ja X-Bull. X steht für Allrad und Bull steht für bullig, weil die Fahrzeuge alle ein bisschen bullig werden sollen. Das ist eigentlich so der Hintergrund von dem Konzept. Und wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, hier den 285er Reifen mit einer ET20er Felge drauf zu kriegen. Und ja, damit stehen die Reifen natürlich über die Karosse raus. Und um das TÜV-konform zu kriegen, brauchen wir diese Rathausverbreiterung. Und da ist das jetzt notgedrungen entstanden, dass wir eine Rathausverbreiterung gemacht haben, die auch ziemlich professionell ist und die wir auch im Ersatzteilhandel dann anbieten können. Also nicht nur für uns verwenden, sondern Zubehör. Das heißt, ihr gebt euer Know-how aus den Händen. Ihr macht die nicht einmal da vorne. Ist sie aus was für Material ist sie gefertigt? Das ist PU-RIM-Material, also ein PU-Schaum und ein RIM-Verfahren hergestellt. Okay. So, und das Ganze in Eisenach. Das liegt in welchem Bundesland? Thüringen. In Thüringen. Also da, wo es die Würste früher mal in der Autobahn gab, die alle jetzt gegen McDonald's abgelöst worden sind. Ja, ganz schlimm. Der Heckträger ist von euch? Ja, den haben wir jetzt tatsächlich mit einer kleinen, auch Thüringer Firma zusammengebaut. Und haben mir die Chance gegeben, mal das, sein Teil mal bei uns anzubauen. Und das ist eigentlich recht cool geworden. So, das heißt, das Rad liegt da nur so drin. Wie kann man das sichern? Ja, das ist noch mit der Zentralschraube gesichert. Aktuell ist es eine provisorische Zentralschraube, aber hier wird tatsächlich noch eine Handbedienmöglichkeit kommen, auch mit einem Schloss, dass man das am Ende verschließen kann. So, ich hoffe, du hast das Bike Rack gesehen von Hümer. Hast du schon gesehen, wo du so die Fahrräder runterlassen kannst? Ist ganz neu. Guckt euch das mal an. Also, ziemlich cool. Okay, würde ich mir gerne angucken. Das Konzept hier an dem Träger ist, dass man das Ersatzrad überall an der Platte befestigen kann. Man kann es auch. Das ist ganz flexibel. Ja, das ist flexibel. Das ist eigentlich der Hintergrund davon. Man kann das Ersatzrad nach oben montieren und hat unten noch Platz, Fahrräder zu montieren. Dass man nicht das Fahrrad immer über das Ersatzrad halten muss. Okay, verstehe. So, das ist gut gemacht. So, dann habt ihr relativ kleine Fenster dort installiert. Das hat aber einen Grund. A, kann man schlechter einbrechen, aber B, da ist ein Hubbett drin. Richtig, genau. Das ist ein Hubbett drin. Man kriegt Fahrräder unten drunter. Man kann es sogar so hochstellen, dass man ein Motorrad reinkriegen würde. Und von daher ist es dann eigentlich angenehm, wenn man das Fahrrad drunter hat, würde man auf der Ebene genau da schlafen, wo das Fenster ist. Das ist eigentlich unangenehm. Deswegen haben wir das Fenster ganz nach oben gesetzt. Das heißt, wenn man oben im Bett ist, setzt sich hin, kann man rechts und links super schön rausgucken und man wird von innen nicht gesehen. So, hier sind wir. X-Bull. Ja, du darfst mal hochklettern. Du hast eben schon gesagt, hier, hat sie geschrien, als es hieß, wer klettert hoch. Simone, guten Morgen. Guten Morgen erstmal. Ihr habt eine Dachterrasse, das heißt, die ist wirklich komplett belastbar, oder? Ja, die ist komplett belastbar. Also der Sprinter hat ja 150 Kilo Zuladung auf dem Dach. Dynamisch, also wir können jetzt bis zu sechs Mann drauf gehen. Statisch spielt das keine Rolle, oder? Nee, statisch spielt es keine Rolle. Und wie ist die Luft da oben?
Gut. Also wenn wir außen stehen würden, noch besser, aber ist trotzdem schon gut. Trotzdem schön. So, das Besondere ist aber drinnen, die Treppe, die dran ist, das ist Ladung, oder? Ladung? Entschuldigung? Ladung. Ich sag mal, jetzt rechtlich gesehen, ist es okay, dass so eine Treppe dran ist? Ja, ist drin, ja, das ist rechtlich okay. Hat er keine Angst, dass jeder hochsteigt? Ja, das ist tatsächlich ein Thema, man muss echt ein bisschen aufpassen. Aber wir können tatsächlich auch einen Kletterschutz noch mit dran bauen. Okay. Das ist optional, nachträglich machbar. Ja, ich zeig mal die Luftfeder, wie funktioniert die? Klemm mich mal auf, das ist eine Blattfeder. Das ist eine Zusatzluftfeder, also wenn du jetzt mal genau hinguckst, hat die Blattfeder ein zusätzliches Blattfederelement, das ist das Blaue. Damit steht der Sprinter grundsätzlich schon mal ein Stückchen höher. Und dann haben wir noch die Zusatzblattfeder reingemacht. Die hat halt den Hintergrund, wir haben das Fahrzeug mit dem Überhang gewählt und das ist natürlich hinten immer das Argument, er setzt zu schnell auf. Aber mit der Luftfeder können wir den wie so einen alten Zitronen so hinten nochmal 6 cm hochheben und das macht unten am Heck hinten auch nochmal 10 cm aus. Und wenn man das jetzt mal anguckt, das ist echt eine schöne Bodenfreiheit, die wir damit erreicht haben. Das ist eine Welt, 10 cm. Gut, der Radstand ist ja ein Albtraum. Wie lang ist der? Ja, 4,25 Meter. Gut, haben aber die großen Autos ja auch. Also wenn ich jetzt gucke hier, der hat jetzt auch, ist ein bisschen kürzer, oder? Ja, das wird, ja. Ein Ticken kürzer würde sein. Ein Ticken kürzer, hat auch noch größere Reifen. Also wir sind uns beide einig, dass so ein, ich sag mal, Mercedes 4x4 Feuerwehrfahrzeug ist etwas geländegängiger. Ja, da hast du recht. Das ist ganz klar. Das ist aber auch nicht so der Anspruch. Wir wollen jetzt auch keinen Offroad-Parcours damit gewinnen, sondern wir wollen eigentlich die Leute weiterbringen an Ziele. Schlechtwege. Sonst, ja, genau. Schlechtwege, wo sie sonst mit ihrem Wohnmobil nicht hingekommen wären. Wobei, der kann mehr wie Schlechtwege, glaube ich. Also der ist, wenn man den fordert, ein bisschen fahren kann und natürlich die Bodenfreiheit auch belässt. Wenn du mal gerade so lieb bist, hol mal die Fahne weg, weil der so schön wie die Fahne ist. Ich brauche ein Startfoto. Einfach raus, genau. Ja, jetzt wirkt er ganz anders. Und da oben, mein Gott, hast du einen Job da oben, ja. Ich hoffe, du hast Sonnencreme mitgebracht, denn es soll sehr heiß werden. Ja, habe ich. Achso. Du musst unbedingt mal hier hochfilmen, das ist alles hier. Ich mache das gleich. Ich filme gleich mal von oben da mal hoch, dass wir das Ganze sehen. Igelhaut Performance, schwer lieferbar im Moment, lange Wartezeiten. Habt ihr Bauplätze reserviert bei Igelhaut? Ja, wir hatten tatsächlich Bauplätze reserviert. Und das ist auch sehr unser Glück gewesen, weil sonst hätten wir das jetzt gar nicht so auf die Beine stellen können. Wir haben in Summe 20 Autos gebaut oder bestellt und die 20 Plätze hatten wir uns auch bei Igelhaut reserviert und die arbeiten wir jetzt sozusagen Stück für Stück ab. So, das heißt, da ist ein richtiger Allrad drin. Ich meine, der neue Serienallrad ist ja auch nicht schlecht, muss man sagen, aber hier kannst du drei sperren? Nein, wir haben tatsächlich jetzt bei dem ein Serienallrad genommen und haben den nur auf der Hinterachse gesperrt. So, der Serienallrad, den kann man glaube ich gar nicht mehr sperren. Der ist... Doch, das geht auch. Das geht auch da. Was hat jetzt Igelhaut gebaut für euch? Also Igelhaut hat erstmal die Sperre auf der Hinterachse, die Zusatzblattfeder, alle Unterfahrschütze, die wir unten drunter haben, also Front, Mittel, Heck, Differential, den 180-Liter-Tank. Das heißt, wir haben das Auto mit einem 180-Liter-Tank versehen. Okay, das heißt, die machen ein bisschen mehr. Was ist denn das für ein Scheinwerfer oben drauf? Ja, das ist ein Strands LED-Bar, sind zwei Stück. Jetzt, das ist gerade aktuell das orange Licht an. Man kann die natürlich auch richtig als Fernscheinwerfer richtig hell machen. Mach mal an. Ja, da muss ich. Ich mach kurz Lichthupe. Ja, Lichthupe machen wir mal kurz. Zurück, oh mein Gott, ich werde gleich blind, weil das ist natürlich wichtig, dass man ordentlich Licht hat auf so einem Auto. Ich guck mal weg. Nicht, das sind schon hell, oder? Wow, ich krieg Angst. Boah, ist das cool. Ja, ihr habt viel Spielereien reingemacht. Das Ganze ist aber praktisch handwerklich perfekt, sagt ihr. Also wir wollten eigentlich nicht Spielereien. Wir wollten tatsächlich alles, was wir drin haben, hat Funktionen. Es ist nichts drin, was wir irgendwie als Schnickschnack eingebaut haben, sondern hinter jeder Sache, die wir eingebaut haben, steht irgendwo eine Idee oder steckt irgendwo eine Funktion dahinter. Wir haben das Auto auch vom Design her versucht, clean zu halten. Wir haben tatsächlich nur drei Farben verwendet, wenn du das jetzt mal siehst. Von außen ist der blau, das haben wir nach innen fortgeführt. Dann haben wir, ist das blau? Ja, es ist blaugrau. Es ist blaugrau und das ist die Standardfarbe von Mercedes. Und dann haben wir tatsächlich auch mit einer Folie gearbeitet, die dunkelblau ist. Und wir haben im Prinzip tatsächlich nur blau, schwarz und jetzt dieses cognacfarbene Leder drin. Und das sind unsere drei Farben, die wir irgendwo an dem Fahrzeug zum Einsatz bringen. Und von daher wirkt er relativ clean. So, das Basisfahrzeug alleine schon mit Igelhaut und Co. nackt liegen wir schon bei über 100, oder? Ja, genau. So 115 in etwa. 115.000 kostet nur die Basis. So, das geht auch billiger. Der hier kostet 289.000 Euro, der hier dasteht. Ist er schon verkauft? Nee, das ist jetzt tatsächlich unser Vorführer. Den haben wir jetzt auf der Messe. Den werden wir auch erst nach dem Caravan-Salon abgeben. Aber
der würde zum Verkauf stehen dann, ja. Ja, schön gemacht. Ihr habt alles neu bezogen, das sieht gut aus. Wenn du mal gerade zu mir kommst, der ist da hinten in der Ecke, hat er sich verdrückt, hat gesagt, hoffentlich komme ich nicht aufs Video. Wer sind denn jetzt die drei Freunde, die das gemacht haben? Ja, genau. Also ich bin der Heiko erstmal, fangen wir an. Das ist der Christoph. Ja, und der Alex. Und der Alex. Das heißt, ihr seid die drei und der Rest praktisch Arbeitnehmer. Vollzeit macht ihr? Ja, oder? Die zwei nicht. Die zwei sind noch im Beschäftigungsverhältnis. Die hatten noch eine Firma nebenbei und Heiko ist voll erwerbstätig. Also ist voll dabei. Ich lebe jetzt mein Hobby sozusagen. Ja, schön. Ja, da vorne hast du coole Schalter. Was sind das für Schalter? Ja, das ist, wir haben jetzt tatsächlich ein Bussystem drin und mit dem Bussystem kann man die Schalter so programmieren, wie man sie haben will. Man hat jetzt zum Beispiel hier eine Leaving Home Funktion. Das heißt, wenn ich rausgehe, drücke ich die einfach drauf und damit geht im Fahrzeug alles aus. Alle Pumpen gehen aus, das Licht geht aus und ich habe diese Rückmeldung auch auf dem Handy. Ich sehe auch, im Fahrzeug ist alles ausgeschaltet. Sag mal, dieses L, H und R, das ist nicht, das ist dynamisch generiert oder wie? Naja, das ist links, hinten rechts, das ist die Außenbeleuchtung. Ja klar, aber das L, aus dem L kann ich jetzt auch ein Z machen, wenn ich will, oder? Ist das, Das kann man, die Beschriftung kann man machen, wie man es möchte. Also wir haben es jetzt tatsächlich so vorgelegt, dass es eigentlich intuitiv ist. Links, hinten, rechts, das ist die Außenbeleuchtung. Links, hinten und rechts kann man einzeln schalten. Und wenn man jetzt ins Auto wieder zurückkommt, drückt man einfach Coming Home. Und dann gehen entsprechend die Lichter schon an, die Pumpen springen alle wieder an und das Fahrzeug ist wieder einsatzbereit. Ja, clean heißt... wirklich wunderschön. Ihr habt an ganz viele Sachen gedacht, wie zum Beispiel, dass man nicht gerade sitzen möchte während der Fahrt. Ja, das habt ihr direkt mal mit eingebaut. Ja, das haben wir tatsächlich jetzt der Länge von dem Sprinter zu verdanken. Also fangen wir mal ganz kurz von hinten an. In 2 Meter Bett, da hinten ein Längsbett drin. Und mit dem 2 Meter Längsbett haben wir natürlich die Möglichkeit, unten drunter Fahrräder zu kriegen oder bis hin ist es noch unten in dem Sockelbereich noch ein Stück zu verlängern. Da kann man tatsächlich auch ein Motorrad reinstellen, was 2,20 Meter in etwa in der Länge hat und ich sag mal 1,35 Meter hoch ist. Ja. So hoch kann man das Bett dann entsprechend stellen. Dann kommen wir zu dem Bad, was jetzt auch tatsächlich, die Tür ist jetzt noch nicht drin, also wir haben das Auto wirklich kurz vor der Messe erst fertig gestrichen. Licht ist schon drin? Licht ist auch drin, kann man hier oben anmachen. Das Bad ist jetzt tatsächlich 1,40, also ein angenehme Badgröße, Toilettenbecken und Duschbecken gegenüber, dass man oben entsprechend viel Schulterfreiheit hat, also man hat auch, wenn man drinnen steht, kein beengendes Gefühl. Eine Trenntoilette? Das ist der Standard, Trenntoilette, wir kriegen aber alle Toilettenvarianten rein, die es irgendwie gerade am Markt geht, bis hin zum Verbrenner-WC. Okay, also das Bett hat auch eine ordentliche Dicke, dass ich gut liege, hat eine Lattenrost. Ja, wir haben jetzt eine Platte drunter, weil wir ein Konzept von der Matratze so haben, dass wir da kein Folie-System brauchen. Das ist eine 17 cm Matratze. Geht. So, das heißt auch Feuchtigkeit, habe gesehen, da ist ein Sieb drunter, dass du da, genau. So, dann hast du viel Platz, hier sind Kleiderschränke, das wird alles noch ausgebaut, wenn es kommt. Da fehlen noch dadurch, dass man das Bett natürlich in der Höhe verstellen kann, müssen da jetzt Schiebetüren dran. Also die Schiebetüren, die kommen jetzt noch an den Kleiderschrank. Dann kann man auch das Bett hochstellen und kommt immer noch an die Schränke dran. So, ihr habt natürlich eine CNC-Maschine. Der Kühlschrank hier an der Seite, das kennt man ja von vielen anderen Campern, die da sind, hat sich bewährt. Das ist inzwischen fast Standard, dass der Kühlschrank für den Kastenwagen hier eingesetzt wird. Man kann ihn von beiden Seiten bedienen. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr die Neuheit, die wir dem Auto zeigen will. Aber es ist eine riesen Küche drin, oder? Sehr funktionell, ja. Die Küche ist tatsächlich echt recht cool, muss ich sagen. Weil man hat hier eine Arbeitsfläche und man kann diese Arbeitsfläche natürlich auch nochmal vergrößern. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Ja, kannst du ruhig machen. Ganz kurz, das zeigt mir die Schränke alle aufmachen. Wenn ich die Schränke aufmache, kann man das hier ausziehen und nimmt sich hier unten zum Beispiel... Ach, die Schränke sind elektrisch verriegelt, oder? Ja, das hätte ich dir gleich nochmal gezeigt. Also wir haben die Schränke tatsächlich, weil man hat es ja oft, dass man losfährt und sagt, ach Mensch, hinten geht ein Schrank auf, geh nochmal runter. Die Schränke verriegeln bei 5 km/h automatisch. Also wir haben das Signal von Mercedes abgegriffen und haben das so programmiert, dass man 5 km/h hat, die Schränke automatisch verriegeln. Man kann das natürlich auch von manuell dann wieder entsprechend überstimmen. Oh. Ja. Toll. Also jetzt ist es verriegelt und wenn man dann hier... aufmacht, guckt man dann auch wieder an seine Sachen dran. So, Backofen habt ihr auch eingebaut? Backofen haben wir auch eingebaut. Ja, wir haben tatsächlich mal versucht, alles reinzupacken, was irgendwo sinnvoll ist, wenn man lange stehen möchte. Das Auto ist ja dazu ausgelegt, möglichst lange autark zu stehen. Auch im Winter, wenn man zum Skiurlaub fährt und so weiter, wollte man eigentlich immer autark irgendwo stehen können. Mhm. Wir kennen es halt aus eigener Erfahrung. Wir stehen gerne mal eine Woche komplett
ohne dass wir Wasser, Strom oder irgendwas brauchen. Heizung, Luftheizung habt ihr? Ja, das ist eine Truma D. Habe ich jetzt auch im Einsatz. Truma. Eine gigantisch geile Heizung. Also, weil ich die macht es innerhalb von, ist tatsächlich 10 Minuten, ist hier Buddel warm von. Ja, was noch viel krasser ist, du kannst lange duschen. Also du kannst länger duschen als bei der alte. Ja, genau. Du hast ja 60 Grad Funktion, du kannst Wasser auf 60 Grad und kannst dann entsprechend kalt zumischen. Ja, das ist echt angenehm. Also das ist gut. Was ist das für ein Kochfeld? Das ist ein Sollgas-Kochfeld. Das ist Gas. Ja, ist ein Gas. Das kann auch heizen. Indirekt. Aber es ist ein Gaskochfeld mit einer Serran-Oberfläche. Nee, weil ich sehe, hier vorne ist so ein Luftausgang. Das ist einfach nur die Lüftung vom Gas. Das ist, weil es mit Gas betrieben wird. Es wird elektrisch gezündet, aber es hat im Prinzip ein Gas. Verstehe. Das heißt also eigentlich ist es ein Gaskochfeld ohne direkte Flamme, oder? Genau. Okay. Die Flamme ist unter der Platte, das siehst du nicht. Also du kannst praktisch nicht in die Flamme reingreifen. Mach mal nochmal auf so eine Schublade, dass wir das sehen. Das ist jetzt zum Beispiel eine normale Schublade mit einem Innenfach. Also das würde jetzt das Besteckfach werden. Mhm. Ja. Und wir können auch beide wieder zusammen. Ja, wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio mal ganz leise machst, sei mal so nett, nicht, dass uns YouTube noch irgendwas sperrt. Ja. Hier vorne, mach mal auf bitte. Genau. Das ist auch ein Oberschrank. Das ist auch ein Oberschrank, genau, den haben wir jetzt relativ groß gemacht. Was man jetzt hier sieht, diesen Schnorchel, den werden wir natürlich noch verkleiden, aber das ist die Dunstabzugshaube. Die kann man jetzt praktisch anmachen, weil der Backofen hier im Auto mittendrin verbaut ist. Haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir auch eine Dunstabzugshaube haben, die können wir hier entsprechend. Außenabluft, oder? Außenabluft, ja. Geht nach oben durchs Dach durch und kommt unten unterm Dachträger raus. Also ansonsten, außer das Rohr ist jetzt nicht mehr sichtbar, aber das werden wir verkleiden. Duschen, wie ist das gemacht? Brauche ich einen Vorhang, oder? Nein. Wir haben, ich gehe mal ganz kurz rein in die Dusche, ich zeige das mal. Du bist hier groß, bist du? 1,86. Du bist aufgeregt, du musst locker werden. Ja. Das ist bei so einem Auto für knapp 300.000 Euro. Ja. Aber das ist, ich sag mal, es ist ja schon eine Preisansage. Aber ihr sagt, ihr könnt, wo geht's denn los, wenn ich nicht so einen ganz langen nehme? Bei 2,29 geht's los. Da ist ja bis auf den Dachträger und Teile vom Igelhaut Performance Paket sind da nicht dabei. Aber die Gene und so weiter, die hat er natürlich. Er steht auf dem breiten Reifen, er kommt als X-Bull rüber. Das ist natürlich schon alles entsprechend gegeben. Aber so ein paar Komfortsachen, die haben wir dann entsprechend nicht mit drin. Wie ist die Reaktion eigentlich von Leuten auf der Messe? Also, Messe war bis jetzt super cool. Ich finde alles wirklich designmäßig. Wenn den Preis hören, das ist kein Problem, oder? Naja, ich sag mal so, im ersten Augenblick erscheint es viel, aber wenn man dann tatsächlich im Detail durchguckt, sieht die Funktion, ist es für die meisten auch erklärbar. Ja? Und es ist, das ist alles, ich sag mal, Handarbeit. Das bedeutet, also hier zum Beispiel die Funktion war, du hast einen Taster, das Licht ist automatisch ausgegangen, oder? Ja, das haben wir im Bad gemacht, weil im Bad kann man das auch mal vergessen, das Licht auszumachen, wenn die Tür zu ist. Und damit man Strom spart, schaltet. Das lässt sich aber alles programmieren. Das lässt sich programmieren. Also das war jetzt zum Beispiel auf 2 Minuten eingestellt jetzt, oder ich glaube 5 Minuten. Wenn man sagt, okay, in 5 Minuten bin ich im Bad nicht fertig, dann kann man das auch so programmieren, dass es in 10 Minuten erst ausgeht. Also ich bezeichne den jetzt mal als noch nicht ganz fertig. Das heißt also Zustand 95%? Oder? 95%. Also jetzt, wenn man das Bad sieht. Ne? Hier kommt zum Beispiel noch eine Klappe rein. Wenn ich die zumache, bleibt dieser Bereich hier hinten trocken. Hier könnte zum Beispiel Handtuch oder irgendwelches Accessoires hängen, die nicht nass werden sollen beim Duschen. Mhm. Und die werden dann mit der Klappe abgedeckt und es wird nur dieser Bereich nass, wo eigentlich diese Duschzelle ist. Das ist jetzt mal das Duschbecken. Die habt ihr selbst gebaut, das Duschbecken? Ja, wir haben das tatsächlich mit einer Thüringer Firma uns ein GFK-Modell gebaut und haben die Dusche so gebaut. Weil wir haben an dem Bad hier wirklich auch zentimetermäßig wirklich gefeilt, bis man da hinkommt, dass man sich ordentlich bewegen kann. Ja, dadurch, dass es gegenüber ist, hat man hier eine schöne Schulterfreiheit, man hat kein verengtes Gefühl in dem Bad. Und dann haben wir noch eine Sache gelöst, und zwar haben wir den Wasserhahn an sich, den kann man gleich als Dusche mit funktionieren. Ja, der ist auch nicht so hässlich. Ja, der rollt sich auch dann entsprechend wieder zurück. Dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, Stauraum, da vorne habe ich eine Ablage hier direkt drüber. Ja, die ist echt sehr nützlich, die Ablage. Da kann ein Kind drin schlafen. Ja, fast. Aber tatsächlich ist es für die Sichtschutzmatten und Jacken und so weiter, die man jetzt im täglichen Gebrauch hat, die kann man da oben super gut verstauen. Kommt noch eine entsprechende Klappe davor. So, hier oben hast du dann die Dometic. Mit Fenster, die kann man glaube ich nicht aufmachen, oder? Nein, das ist der einzige Nachteil an dieser Klimaanlage, dass das Fenster nicht aufgeht. Aber ich habe das Licht. Man hat das Licht, das ist schon eine schöne Funktion. Ja, man muss dann das Querlüften, muss man mit die vorderen Fenster mit benutzen. Und das sind die hinteren Fenster über dem Bett natürlich. So, und Fliegengitter, was habt ihr euch da überlegt? Ja, wir haben ein Carbest-Fenster jetzt eingesetzt. Hier ist die Verdunklung und von oben kommt das Fliegengitter runter. Also Fenster sind jetzt Standard. Aber schön reduziert, du hast da nichts aufgebaut. Ja, genau. Wir haben es versucht in der Verkleidung zu integrieren, dass es auch schön clean wirkt.
So, die Sitzqualität ist gut. Wenn du dich mal gerade reinsetzt, das ist jetzt ein Sitz. Gibt es den auch als Doppelsitz auf Wunsch? Also wäre optional, dieser Grundriss ist optional erweiterbar bis für 4 Personen. Also aktuell ist es ein Zwei-Mann-Konzept mit einem Zusatzsitz. Ne? Wir haben 2 Schlafplätze und wir können den aber erweitern, indem wir hier eine Doppelsitzbank hinstellen und mit einem Schlafdach arbeiten. Ne? Aber so ist natürlich perfekt. Das heißt für 3 Leute oder 2 Leute, die sich mal gegenüber sitzen wollen. Wenn du dich mal gerade reinsetzt, bitte. Ja. So, lass mal sehen. Was ist das für ein Boden? Ja, wir haben hier einen Teakboden aus dem Schiffsbau ist der. Der wird normalerweise beim Schiffsbau auf dem Außendeck verwendet. Also der ist richtig robust und abkircherbar. Haben uns absichtlich dafür entschieden, dass man einfach so ein bisschen, und hat so den Holzcharakter auch, ist zwar ein Kunststoff, hat aber einen Charakter und eine Haptik wie ein Holz. Und wir haben diesen Boden auch verwendet für die Tische und für die Arbeitsplatte, dass wir da nicht nochmal einen Materialmix reinkriegen. Ach, das ist echtes Teak, oder? Nein, das ist kein echtes Teak, das ist ein Kunststoff-Teak, das ist ein Kunststoffmaterial. Sieht aber aus wie echt. Ja, das ist sehr, also die Haptik ist sehr schön gemacht, also das kann man entsprechend feinschleifen oder grob schleifen, wie man das möchte. Ich setze mich mal gerade hier rein, ja, genau. Dass ich mal gerade den ganzen Eindruck kriege hier, ja. Weil der ja. Wagen ist schon richtig schön. Da sind wir wieder an dem Punkt, was du vorher schon gesagt hast, die Rückenlehne ist verstellbar. Also wir haben es jetzt durch diese 7,40 Meter von dem Fahrzeug, ein 2 Meter Bett, ein 1,40 Meter Bad hingekriegt und dann noch einen entsprechenden Sitzbereich, wo man auch die Rückenlehne verstellen kann. Wenn man das Fahrzeug öfter mal nutzt, merkt man es. Ja. In der Rückenlehne abends sitzt man anders, als wenn man fährt. Ich bin ja 7 Meter gefahren, also das merkst du nicht nach einer Zeit, die sind weg. Ja. Ich nehme an, entsprechende Systeme, Kameras rundum auf Wunsch? Ja, könnte man jetzt nachrüsten. Also wir haben jetzt die 360-Grad-Kamera von Mercedes verbaut, zum Fahren, die man braucht, ja, zum Arrangieren. Die war lieferbar? Ja, da waren wir tatsächlich noch davor, bevor das Auto... So, da vorne ist die Sperre drin, die hat Igelhaut eingebaut. Ihr habt überall nochmal die zentrale Lichtsteuerung, dass du nicht rumlaufen musst. Ja, ganz genau. Also das ist auch ein Keypad wieder aus dem Bussystem. Da können wir vorne die Lichter entsprechend schalten und wir können auch die Außenbeleuchtung nochmal mitschalten. So, was ist das hier, ein kleines Detail? Ja, das ist eigentlich ein schönes Detail, muss ich mal ganz kurz zeigen. Wir kennen ja vorne die Mercedes-Luftdüsen, wenn du mal ganz kurz vorschwenkst. Zeig mal ja, das sind die Luftdüsen aus dem Mercedes und die sind natürlich super schön. Ja. Man kann die mit einer Hand auf und zu machen und kann sie in jede Richtung schwenken. Und die haben wir jetzt tatsächlich genutzt, um sie auch im Fahrzeug einzusetzen. Allerdings ist das Problem, hinten ist der Truma-Schlauch dran, vorne die Düse, das passt nicht zusammen. Also haben wir uns aus dem 3D-Druck einen Adapter gebaut und haben somit diese Lüftungsdüsen auch im Fahrzeug eingebaut. Sehr schön. Der Tisch, wie kann der verstellt werden? Kann der abgenommen werden? Oder? Ja, abnehmen geht jetzt bei der Variante nicht. Es gibt zwei Varianten. Einmal diesen Standfuß, wie wir ihn jetzt haben, und einmal eine Montage an der Wand. Ja. Da kann man sich vorher entscheiden. Aber der geht jetzt hoch und runter zu stellen, er geht zu drehen, er geht in alle Richtungen zu schieben. Und man kann ihn so weit vorschieben, dass hier hinten noch ein Notsitz entsteht. Sag mal. Dieser Notsitz ist auch wegnehmbar und kann man hier auch relativ gut zu fünft noch sitzen. Es gibt auch die Möglichkeit, ich zeige es jetzt mal ganz kurz, das hier aufzufahren. Hier hat man, Sitz. Ja, genau. Hier hat man noch ein Staufach und hinter der Lehne haben wir ein Element, was wir da einsetzen können. Zeig mal bitte, weil das ist auch ziemlich pfiffig. Ja. Und du kannst dann erweitern, kannst einen Sitz hier. Ja, du kannst im Prinzip eine U-Sitzgruppe daraus machen. Du nimmst das raus, nimmst das Polster, was jetzt hier... Ich darf das mal zeigen, unten drunter, wie schön das gemacht ist. Ja. Also das Holz und alles. Genau. Achso, das ist jetzt tatsächlich erstmal... Nee, das macht nichts, aber ich will nur mal zeigen, das ist alles Handarbeit. Ja, das ist alles Handarbeit. Also tatsächlich, wir haben es im CAD, wir fräsen es vor und dann kommen natürlich die ganzen Anpassarbeiten. Das ist jetzt noch ein kleines bisschen friemelig. So, da kommt das Fernsehen, aber es funktioniert. Ja. Aber es sieht alles schön aus, als wäre es ab Werk gewesen, oder? Das ist euer... Ja, das ist eigentlich tatsächlich unser Anspruch. Und das ist einfach, das ist ja, was ich am Anfang auch gesagt habe. Der Mann erschreckt erstmal vor dem Preis, aber wenn man sieht, wir haben hier 1500 Stunden in dem Auto drin. Und den Zukauf... Warte, ich zeig das mal gerade. Ja, der Zukauf, allein die Materialien kosten und Vermögen, was da ist. Aber ist ja klar, das hier ist individuell gebaut, von der Stange ist hier nichts. Der Kunde kann sagen, ich hätte das Fenster gerne ein bisschen mehr vorne, das geht auch, oder? Ja, so ein paar Kleinigkeiten kann man tatsächlich noch anpassen, aber an sich haben wir einen Grundriss jetzt ausgefeilt, der eigentlich super cool für mehrere Verwendungen... Zeig mal das Display. Was kann das? Ja, das Display. Also wir haben tatsächlich jetzt ein Bussystem drin und das ist mal der Startbildschirm, den man jetzt hier hat. Man sieht die Außentemperatur und dann ist es sehr bedienerfreundlich gemacht. Man hat Füllstände, Licht, die Verbraucher.
Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Füllstände geht, sieht man hier die Füllstände von der Batterie, Tank und so weiter, die man standardmäßig hat. Und man kann so eine, zwei Ebenen noch reinblenden und dann sieht man eine Fahrzeugbatterie. Man sieht, was speist gerade ein, der Solar- oder Landstrom. Und was wird gerade an 12 Volt oder 220 Volt verbraucht und man kriegt auch seine Reichweite. Wenn man so unterwegs ist wie jetzt, wie weit kommt man noch? Wie viele Tage reicht es noch? Das kann man an dem Display entsprechend abrufen. Ja, und das nächste ist die Lichtsteuerung. Also man kann jetzt hier zum Beispiel, machen wir es mal an der Decke. Eine Frage, das geht auch per App, kann ich? Ja. Wir haben eine Schnittstelle, da haben wir die wichtigen Funktionen auch auf App gelegt. Also man könnte jetzt auch, wenn man im Skigebiet ist, die Heizung zum Beispiel einschalten. Okay, das heißt, die ganzen Schnittstellen habt ihr ja mitprogrammiert. Haben wir mitprogrammiert. Wenn man gerade zeigt, die Heizung? Heizung kommt hier drüben. Habt ihr die Bedienfelder, Original-Bedienfelder, gibt es die noch? Versteckt irgendwo? Ja, tatsächlich. Es gibt eine zweite Ebene, wir wollten es auch clean haben. Und in der zweiten Ebene sieht man dann tatsächlich auch das Truma-Display entsprechend. Das brauchen wir wegen der Schnittstelle für die iNetbox. Ich brauche es aber nicht. Du brauchst nicht bedienen. Also eigentlich für Servicezwecke oder so kommt man da relativ schnell dran. Deswegen haben wir das als Tür gemacht. Ich kann es aber auch bedienen. Das heißt, wenn ich da einstelle, geht es parallel. Ja, also falls tatsächlich mal irgendwie Display abstürzen sollte oder wie auch immer, was jetzt nicht passieren darf, ist klar. Aber man kann ja auch die Heizung dann dazu noch steuern. So, nochmal so nett bist. Aufmachen kann man das nicht, oder? Das du doch. Kannst es auch nochmal hier. Ich will mal gerade sehen, wie schön ihr das verbaut habt. Ja. Elektrik, wer macht das bei euch? Ja, da haben wir einen jungen Kollegen, der sich da relativ sehr gut reingearbeitet hat. So, ETA Germany, tolles Display, das kann alles? Naja, kann alles, ist frei programmierbar. Das ist das, was uns wichtig war. Also wir haben hier eine Kombination aus Mastervolt und ETA. Wo ist Mastervolt? Mastervolt ist alles, was Strom, also stromführend ist, Batterien und so weiter, ja. Wechselrichter, das ist alles Mastervolt. Und wo? Und wo sitzt ihr bei? Hinten im Kofferraum. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja. Genau. Okay. Cool. Ja, mach mal zu. Dann habe ich es so weit alles verstanden. Das heißt, du kannst einstellen. Eine Sache kann ich dir zeigen. Ziemlich cool. Und zwar haben wir hier die Lichtsituation. Da gibt es auch eine zweite Ebene. Da kann man sich zum Beispiel seine Lichtsituation holen. Zum Beispiel alles hell machen, alles dunkel machen oder Abendessen. Dann gehen da Ambient-Licht an. Ja. So ein paar Vor-Pre-Setups, ja, die man sich einstellen kann. Gott, Steckdosen sind genug. Ja, habt ihr euch lange überlegt, wie viele Fahrzeuge sind schon draußen auf der Strecke? Also wir hatten 20 Stück gekauft und haben jetzt, glaube ich, noch 8 verfügbar, die wir noch ausbauen könnten. Und draußen, wie viele fahren schon? Drei Fahrzeuge sind draußen und ja, jedes ein bisschen anders geworden, aber bei dem sind wir jetzt so, dass wir sagen, jetzt haben wir eine Serienreife erreicht, den werden wir so in Serie bauen. Sehr schön, also High-End, das habe ich schon verstanden. Alles wirklich schön gemacht, wenn ich mir die ganzen Leisten und so weiter angucke, das wird natürlich jetzt, ich komme mal vorbei in Düsseldorf nochmal bei euch, mal gucken, wie dann der Zustand ist, dass wir das sehen, weil da wird es dann fertig sein. Ja, das wäre. Aber wir besuchen mal gerade die Kollegin, komm mal mit. Ja. Hallo, bist du noch da? Ich bin auch da. Sie ist noch da. Ja, das Schöne ist, sie ist ja im Schatten. Ist da warm da oben? Geht. Da komm mal gerade, ich muss dich irgendwie da filmen. Ich muss mal gerade überlegen, wie ich da hochkomme. Ja, mit der Leiter. Vielleicht kann mich ja einer beamen. Ja, aber dann, ich überlege gerade, weil ich ja beide Hände voll habe. Wenn du ein, zwei Stufen nach oben gehst vielleicht? Genau, ich gebe dir mal das Mikro. Ja, also hier oben ist die Aussicht gut und es ist sehr gemütlich. Ich kann mir einen Abend mit Freunden hier oben zum Beispiel richtig gut vorstellen mit kühlen Getränken. Ist schon top. Und hier vorne ist auch, glaube ich, eine Solaranlage. Ist das richtig? Ja, da vorne, ja. Ein Solarzelt hat er gesagt, dass hier das ist steckbar. Das kann man also in der Fahrt abnehmen. Genau. Hat man zwei Stufen, man kann sich auf alle vier Seiten stellen. Je nachdem, wo man runterschauen möchte, kann man sich die Rückenlehne hinstellen. Genau, also die Lehnen sind auch super praktisch. Hier sogar mit Kissen ausgestattet. Also lädt zum Verweilen ein, auf jeden Fall. Sehr schön. So, dann darfst du mal Rücken drauf warten. Das ist natürlich, wenn ich hier rauf und runter laufe, hast du keine Angst wie in einem Lack? Oder kann man da eine Schutzfolie drüber machen? Ja, das ist doch tatsächlich eine Schutzfolie. Also wenn man es selber nutzt, ne, da achtet man drauf. Aber jetzt für so eine Messe ist natürlich klar, dann wäre es schon sinnvoll, einen Schutzlack nochmal drunter zu machen. Aber die Fahrzeuge haben grundsätzlich alle, das sieht man jetzt nicht, eine Steinschlagschutzfolierung drauf. Ist drauf? Ist drauf. Also unten oder auch in der Mitte? Nee, unten. Also bis zur Kunststoffkante, unten drunter ist überall eine Steinschlagschutzfolierung. So, wenn es einer kommt und sagt, ich möchte unbedingt Raptor-Lack haben. Ja, können wir auch machen. Ist eine Option, bieten wir auch tatsächlich als Option mit an.
Da vorne ist die Stromeinspeisung, das ist auch schick gelöst. Was ist denn das für eine Dose? Die habe ich ja nie gesehen. Ja, jetzt fällt mir der Name zwar gerade nicht ein, aber steht drauf. Melfbox. Melfbox, genau. Melfbox, da hast du recht. Ja, das ist ein neuer Standard. Aber das Schöne daran ist, man kann sie super schön bedienen. Man kennt ja diese grauen oder blauen Dosen, die relativ schwer gehen. Die ist super schön leicht zu bedienen. Ja, und man hat gleich eine Anzeige dran. Boah, sie schön. Die ist viel schöner wie diese hässliche blaue. Ja, die ist wirklich. Die klemmt immer so und die geht wirklich super schön zu bedienen. Also die setzen wir jetzt nur noch ein. So, Delta 4x4 ist gesetzt. Hast du die neue Felge gesehen von Delta? Ja, finde ich auch super cool. Ja. Muss ich sagen, gefällt mir auch. Aber das ist der Klassiker, oder? Das ist der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. So. Ja, fährt ja mittlerweile schon auf jedem Ducato. Die sind mir jetzt auch direkt aufgefallen, nachdem wir am ersten Tag bei Delta waren. Ja. So, Tag 3. Die Jungs aus Eisenach, die haben es drauf, oder? Das auf jeden Fall. Ich habe leider noch nicht den Innenausbau jetzt mitbekommen. Ja, aber wir warten jetzt mal ab, weil ich habe ihn ja schon gesehen, aber dass du einfach mal beurteilst, als junge Frau, die vielleicht so 285.000 Euro mal gerade übrig hat, nehme ich mal an, du würdest alle Autos kaufen, die da sind. Sowieso. So, dann gehen wir mal rum. Dann ist natürlich interessant, dieser Dachgepäckträger, das war richtig aufwendig, den zu konstruieren, oder? Ja, der ist aufwendig. Den haben wir auch mit einer Partnerfirma aus Eisenach zusammengebaut. In dem Fall nenne ich es mal Mo Svende, das Freunde von uns. Da sind wir auch sehr froh über die Zusammenarbeit. Das ist ja praktisch. Ihr habt hier einen Ausschnitt gelassen fürs Kennzeichen. Ja, bei dem Heckträger ist das tatsächlich so gemacht. Man könnte natürlich das Ersatzrad jetzt auch hier, deswegen sind hier unten noch Anschraubpunkte drin, das Ersatzrad noch tiefer hängen, wenn man oben was dran macht. Und das Kennzeichen hinten. Und bringt hier ein Wiederholungskennzeichen. Ja, mach mal auf. Bin mal sehr gespannt. Das ist eine Kupplung. Ist das eine Serienkupplung? Das ist Serienkupplung. Das ist eine abnehmbare Anhängerkupplung. 2 Tonnen. 2 Tonnen. 2 Tonnen. Ist aber erweiterbar. Das Fahrzeug bis auf 3,5 Tonnen an Zuglast. Aber dann ist es eine fixe Anhängerkupplung. So, ziemlich gut. Kann ich das hochbewegen, das Bett? Ja. Ich mach mal ganz auf. Dann können wir mal ein bisschen besser noch reingucken. Ein Rückbett drin. Ey, der S-Bett ist so groß. Sieht bequem aus irgendwie. Also ich sehe zwar nur die Außenfassade, aber... Also wir haben jetzt tatsächlich eine Ladefläche von 2 Meter Länge bis 2,55 Meter unter der Trittstufe. Ich steig mal rein, das wollen wir mal sehen. So ein kleines lebendes... Das ist schon wirklich sehr geräumig, muss man wirklich sagen. Ein lebendes Metermaß. Das heißt, du könntest hier eine Matratze reinschmeißen, können nochmal 2 schlafen, oder? Ja, genau. Also, ja gut, es ist halt eine Garage, aber trotzdem, es ist schon so, dass man sich tatsächlich mal reinlegen könnte. Hunde, egal. Ja, tatsächlich, das ist natürlich echt eine Option. Man kann da tatsächlich von vorne her auch einen Zugang machen, dass da tatsächlich auch das als Hundeschlafplatz genutzt werden könnte. Oder ist da Elektronik verbaut? Also hier ist Gas entsprechend verbaut. Ganz kurz, ich fühle mal gerade rein. Da ist jetzt eine Gasflasche drin, der steht ja auf Diesel. Die ist nur zum Kochen. Die ist nur zum Kochen. Also wir nutzen sie wirklich nur noch zum Kochen. Man könnte das Auto auch komplett elektrisch hinstellen. Betreiben. Betreiben, ja. Also wir können Strom bis 800 Amperestunden aufrüsten. Dann könnte man auch mit einem kompletten Ceranfeld arbeiten. Das ist der Wassertank. Ja. Das ist der Wassertank, der ist nicht aufzumachen. Der ist komplett. Wie viel hat der? 150 Liter. Das ist ordentlich. Ja. So, da vorne ist die Installation. Also Auto ist noch nicht ganz fertig, Simone. Aber das... Naja, hier hinten sehen wir jetzt gar nicht so viel, was fehlt. Die Tür nach vorne zum Wohnraum, die fehlt. Und ansonsten... Die Fächer werden offen bleiben. Man hat ja auch immer mal Kleinkram, was man irgendwo reinstellt mit Kabeltrommel und so weiter. Finde ich top gemacht, auf jeden Fall. Recht praktisch, dass man da schnell drankommt. Und die Fächer, die jetzt hier noch verschließbar sind, da ist die Elektrik und dann die Heizung drin. Ein, zwei Worte, Isolierung, Holzaufbau. Ihr habt einen Holzaufbau gewählt? Ja, wir haben tatsächlich einen Holzaufbau. Wir haben ja auch das Queensbay genommen. Also wir haben jetzt tatsächlich bei allen Sachen, egal was wir genutzt haben, immer aufs Gewicht geguckt. Und deswegen haben wir jetzt tatsächlich auch Queensplay-Material aus dem Plattenladen. Da muss ich tatsächlich mal ein bisschen Werbung machen. Mhm. Weil der Sven, hallo Sven. Ich bin Sven, ja. Ja, du bist auch Sven, der andere Kollege heißt auch Sven. Heißt auch Sven. Genau. Wir haben da auch noch ein Auto vorne stehen bei ihm. Haben wir genutzt und damit haben wir tatsächlich den Möbelbau um nochmal 250 Kilo reduzieren können. Ne? Wir hatten vorher ein Auto mit Bürgermultiplex gebaut, jetzt sind wir 250 Kilo alleine durchs Holz leichter geworden. Das Bett wiegt wie viel? Das Bett, der Rahmen war so bei 11 Kilo und die Matratze, die war relativ schwer, 35 Kilo. Das Bett wird jetzt nicht elektrisch. Nein, das Bett wird nicht elektrisch. Also wir haben tatsächlich, das Konzept ist so, man kann sich das Bett verstellen, zum Beispiel wenn man im Sommer oder Winter fährt, das ist immer ein Unterschied. Im Sommer habe ich die Fahrräder drunter, dann stelle ich es einfach mal ein Stückchen hoch. Wie geht das? Auch relativ schnell. Entweder man ist zu zweit oder wenn man es alleine macht, dann drückt man das hier hoch und fährt dann hier. Fährt dann das auf das entsprechende Gas. Okay. Ist ja genial. Wieder ein und so hat Verstanden. Man das Bett relativ schnell verstehen. Man kann es auch komplett rausnehmen? Man kann es auch komplett rausnehmen. Ja. Das ist auch wichtig. Ich glaube, wenn einer mal wirklich was transportieren will. Ja, also ich sag mal, zum Bett ausbauen brauchen wir 5 Minuten. 5 Minuten mit drei Leute? Zu zweit. Zu zweit 5 Minuten hat man das Bett auch draußen. So, dann machst du mal runter bitte. Ja.
So, das mal sehen. Das finde ich toll mit dem Bett, weil viele denken da nicht drüber nach. Ich brauche auch kein Hubbett, muss man sagen, weil das ganze Rappeln, Klappern, was ist damit? Na, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass es nichts klappert. Also wir sind jetzt, nicht klappert. Das ist nicht, ja. Genau, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass es nicht klappert. Was ich toll finde, hier das Reduzierte, was ihr hier gemacht habt mit dem... Ja, da haben wir auch tatsächlich einen Kollegen bei uns, hallo Micha, der sich da sehr viel Mühe gibt. Tatsächlich auch die Schrauben, man sieht kaum die Schrauben, die hat er auch versucht, immer schön zu verstecken. Und das Logo. Also ganz reduziert, also für jemanden, der was Reduziertes haben möchte. Da ist die Technik, Mastervolt. Ist Mastervolt gut? Ja, also es ist auf jeden Fall mal alles spricht miteinander. Ich mach mal mit auf. Wow. Du brauchst zwei Hände dazu. Ja, ich hab's genau. Schon befürchtet. Genau, du hast zwei Griffe. So, das wird aber noch schön gemacht, oder? Ja, das ist tatsächlich unser Vorführer. Also jetzt, hier sieht man die Mastervolt-Kombi, die haben wir sehr gut, tatsächlich sehr cool. Was hat denn eine Kombi? Muss ich nochmal nachfragen, was genau wird da jetzt gesteuert? Also das ist ein Gerät, was auf 230 Volt erzeugen kann. Aus der Batterie kannst du einen Föhn machen, genau. Wenn der fährt. Genau, wo der Landstromanschluss eingespeist wird, wo Solar eingespeist wird. Also das ist ein Kombigerät, dann haben wir zwei Ladebooster drin, damit wir die Batterie wieder kurzfristig schnell aufladen können. Und die Batterien, wo sind die? Die Batterien sind hier, in der nächsten Fach. Im nächsten Fach. Also die fallen gar nicht auf, das gefällt mir gut. Da sind sie, da ist auch die Tuma drin. Sieht man, ja, hier oben ist die Tuma und da hinten steht die Mastervolt Batterie drin. Da ist jetzt eine drin, 200 Ampere. Eine drin, genau. Wir können die im Prinzip tatsächlich erweitern auf zwei Mastervolt Batterien und hier könnte noch eine Efeu als die Brennstoffzelle für den Winter, wenn kein Solarertrag ist, kann man da entsprechend mit einer Brennstoffzelle noch mal Strom generieren. Es gibt ein Gasladegerät, weißt du das, aus Italien? Ja, tatsächlich noch nicht auf dem Plan. Das macht 40 Ampere. Ja. Pro Stunde. Ja. Das heißt, du kannst bis zu 400 Ampere am Tag machen ungefähr und das kostet 2.500 Euro. Oh, das dann die Gasflasche angeschlossen, sehr leise, hörst du kaum. Okay. Und Gas kriegst du ja überall. Das ja, ja, wir haben ja auch Gas an Bord. Also das Fahrzeug ist auch so gemacht, dadurch, dass wir eine Verbrenner-WC noch optional einbauen können, kann man in diesem Fach hier eine Gasflasche einbauen, die von außen betankbar ist. Das heißt, immer wenn ich an die Tankstelle fahre, lade ich gleich LPG-Gas mit auf. Ja, eine Tankgasflasche, die von außen bedienbar ist. Und dann könnte ich das Verbrenner-WC immer damit bedienen. Und hier drüben, diese Gasflasche werden wir trotzdem als Reserve drinnen lassen. Nicht, dass die Toilette irgendwann mal nicht mehr funktioniert, weil das Gas leer ist. Da haben wir immer noch mal eine Reserveflasche drin, wo man dann entsprechend umschalten kann. Cinderella, aber ich finde drin, also die Trenntoilette ist eigentlich das Maß der Dinge, wenn sie gut verbaut ist. Oder? Ja, ist tatsächlich so. Auch preislich ist es natürlich konkurrenzlos gegenüber einem Verbrenner-WC. Aber die Nachfrage ist halt da nach einem Verbrenner-WC und da müssen wir uns eine Sache auch stellen. Stimmt, Cinderella lässt grüßen. So, das ist so. Ja, geh mal rein. Die heißt übrigens Cinderella, die Verbrenner-WC-Toilette. Das ist also die. Aschenputtel. Okay. So, du darfst mal reingehen. Jetzt kommt der erste. Von vorne reingehen? Ja, von vorne reingehen. Wir werden jetzt Simone mal filmen, was sie vom Innenraum hält. Die also Leute sind begeistert. Den konnte ich ja schon reinspicken. Du kannst reinspicken. Aber so der erste Eindruck? Sehr hochwertig, sehr gut gemacht. Die Farben passen gut zusammen. Dieses Braun mit dem hellen Anthrazit. Gefällt mir gut. Ziemlich schick, oder? Ja, sehr schick, ja. Ja. Wenn du mal reingehst, gehen wir mal rein. Ich baue mal den Sitz wieder ab, da kannst du auch nach hinten gehen. Das geht ab. So, das ist so eine Erweiterung mit einer Schublade, da kann auch einer sitzen. So, jetzt kannst du auch reingehen. Also der Boden gefällt mir auch sehr gut zu den Möbeln. Also allein vom Design ist es schon mal sehr schick. Zu der Elektronik kannst du wahrscheinlich mehr sagen. So, wir haben ja weitestgehend haben wir das ganze Thema schon gezeigt. Was ich cool finde, ist, damit auch niemand reinläuft auf dem Campingplatz, habt ihr hier schon direkt den Stopper angeschaut. Einen Stopper angebaut, genau. Dann kannst du praktisch drüben dann einhängen. Das ja, weil wir ist jetzt für die Messe, oder? Wir haben tatsächlich ein hochwertiges Fahrzeug. Wir wollen tatsächlich auch dann immer dabei sein, wenn irgendwo. Es ist auch nicht so selbsterklärend. Mein Eindruck kann man von hier kriegen, aber wenn man rein möchte, wäre es schon cool, wenn man es vorstellen kann. Aber das habt ihr jetzt für die Messe. Das haben wir jetzt so für die Messe gebaut. Ja, das wäre aber so im Campingplatz auch nicht schlecht. So, Fliegenschutz? Jetzt habe ich dich. Oder? Ja, nee, noch nicht. Hast du mich noch nicht ganz. Er ist noch nicht drin, aber es gibt Plan, das einer zum Einknüpfen, den wir hier reinmachen. Okay. Ja. So, ich muss auch sagen, ich habe gerade einen Fiat Ducato 8, bei dem der Fliegenschutz so groß ist, dass ich habe ihn einmal aufgemacht, ich kriege ihn gar nicht mehr zusammen. Ja. Das ist bei so riesen Fliegenschützen immer so ein Riesenproblem, aber der Sprinter ist eh ein Problem im Fliegenschutz. Das ist gar nicht so einfach. Ja, ist nicht so einfach. Und wir wollen nicht wirklich diese Schiene eigentlich haben, weil sie uns so ein bisschen auch stört. Von daher wird es eine Knopfvariante werden. Gut. So. Also auch das Holz, wunderschön gemacht.
Das begeistert. Das ist kein Holz. Ja. Das ist kein Holz. Nein. Holzoptik. Sehr cool. Aber es ist natürlich in Holzoptik gemacht und es ist täuschend echt. Ja. Das muss man. Ja, genau. Und das ist so belastbar wie eine Arbeitsplatte? Ja, das ist Material, das auf Yachten auf dem Deck verarbeitet wird. Also das kann abgekerchert werden. Also es ist sehr, sehr robust. Also ich sehen. Ja. Hast du einen da? Den Kercher? Ja. Kann man draußen machen, nicht im Auto unbedingt. Oh. Das Bett ist sehr geräumig. Das Bett, wenn du mal drauf gehst, wie man reinkommt. Wenn du mal gerade die Türen nochmal zumachst, dann wird du das Raum. Darf ich draufsteigen? Ja, darfst du da draufsteigen. Du hast gemerkt, ich habe es erlaubt. Es dürfen zwar keine Leute hier rein, offiziell, aber du darfst da draufsteigen. Also für mich ist mehr als. Okay, geh mal ruhig rein. Platz. So, ja, nicht die Schuhe. Ist das gut? Ich kann mich sehr gut ausbreiten. So, ich lasse dich jetzt hier. Ich drehe alleine weiter. Ist das okay? Ja, also wir sehen uns heute Abend. Okay, sehen uns heute Abend. Die Breite ist so, dass locker 2 bis 3 Leute schlafen können. Ja, 1,30 haben wir jetzt noch. Dadurch, dass die Höhenverstellung ist, verliert man natürlich auf der linken Seite noch mal ein Stückchen, weil man den Sprint erstmal gerade machen muss. Der ist ja gewölbt, aber wenn man das Bett bis hochschieben will, kommt man da nicht drum herum. Du kannst auch gerade noch mal hierher kommen. Hier sieht man nämlich auch noch mal gut den Stauraum, den man hier noch hat. Ja. Für und Decken oben. Und Co. Da ist noch mal Lademöglichkeit fürs Handy, dass man das gleich parat ja. hat. Und du siehst auch oben, die Fenster sind relativ cool. Man kann jetzt rechts und links schön rausschauen. Ja. Ja. Und oben drüber über dem Kopf hat man da direkt oben dann dieses große Fenster, das Panoramafenster. Ja, wenn du jetzt ein bisschen schlanker wärst, könntest du auch als Fluchtfenster hier verwenden. Aber das Coole ist ja, die Leute wollen ja gar nicht so große Fenster. Die wollen ja, die meisten fahren auf den Campingplatz und machen erstmal alles zu. Ja. Das hier brauchst du nicht zumachen. Ja, du wirst nicht gesehen. Also wirklich, am Anfang hat man tatsächlich Angst, ob das Fenster eventuell zu klein oder da oben drin überhaupt birgt in dem Auto. Ist. Aber man kann das zumachen? Ja, man kann es zumachen. Und wir sind gerade tatsächlich, kommt noch eine Verdunklung auch davor. Ich vorstellen, wenn je nachdem, was ich mache, will ich ja nicht. Verdunklung und Fliegenschutz machen wir noch davor. Sehr schön. So, das ist der Backofen übrigens. Ich will es mal gerade zeigen. Endomatic Backofen. Das hier ist nochmal ein Stauraum, der kleine. Der Deckel? Der Deckel ist. Genau, die Box. Genau, ich gehe mal ganz kurz hier. Der Deckel, die Box. Also, das ist eine multifunktionsmäßig. Also, das kann eine Klappe sein. Oder man kann sie von hinten als Stauraum offen lassen. Wenn man Surfmaterial zum Beispiel dabei hat, kriegt man jetzt ein Surfbrett bis 2,55 kriegt man rein. Oder man kann es aber auch so machen, dass man am Ende eine Durchlademöglichkeit in dem Auto hat. Okay, ja? Verstehe. Das heißt, jetzt könnte man auch mal was Langes noch transportieren. Gute Idee. Also sehr flexibel. Ja, das haben wir uns tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, wo ihr in 2 Jahren seid. Dann. Ich sag mal, ist das Ganze natürlich noch ausgekügelter, weil die Leute geben euch ja Rückmeldung, oder die jetzt fahren, oder? Ja, da kriegen wir Rückmeldung. Bis jetzt war es positiv und sehr coole Anregungen auch. Ja. Also von daher, wir nehmen das alles auf und die sinnvollen Sachen setzen wir natürlich auch um. So, wenn ich jetzt aus Westdeutschland komme, wo liegt denn Eisenach? Eisenach, in den Kreuz in Deutschland machst du immer genau in der Mitte. Also eigentlich, das ist mal das geografisch relativ schnell erzählt. Mitteldeutschland. Mitteldeutschland, also zwischen Eisenach, zwischen Kassel und Jena oder zwischen Kassel und Leipzig. Also ihr seid bei allen Kunden gleich schnell. Ja, genau. Das ist ziemlich in der Nähe von Franken. Es ist, also Franken ist nicht so weit weg, oder? Ja, anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Da fängt Bayern an und so weiter. Genau. Ihr kriegt, glaube ich, noch Bayern 3 da, oder? Kriegen wir auch noch, Kriegst du auch noch, so. Cool. Komm, wir gehen raus, machen einen Cut, dass wir das Ganze mal sehen. Ihr habt ein Auto dabei. Die Leute stehen wirklich Schlange. 7,40 Meter ist ja schon mal eine Ansage. Und da steht er. Ist er schön? Ist er schön? Sehr hübsch, ja. Ja, den Preis gesehen? Noch nicht geschaut, nein. 200, wie viel 285? 282.000. Tja, da muss man für rackern. Ne? Aber zwei holen? Ihr seid jetzt zwei, da könnte ja einer vorne, einer hinten fahren. Sehr schön. Ja, wenn ich das haben möchte, ihr habt jetzt noch wie viele Autos? Ich habe gesehen, ihr habt da hinten so eine Liste von Autos, die ihr vorbestellt habt. Ja, das wäre ja cool, genau. Also wir hatten tatsächlich 20 Autos bestellt. Das ist jetzt der Rest, der jetzt aktuell noch da ist. Die können wir jetzt noch ausbauen. Der ist noch reserviert. Der ist schon. Die zwei sind auf der Messe. Einer reserviert, einer schon verkauft worden. Also wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autos. Ist jetzt wirklich reserviert oder 7. Ist das wie bei den, dass du da so ein Schildchen machst? Nee, er wollte schon mit seiner Frau, nochmal, dass sie nochmal auf die Messe kommt und sich das Auto nochmal anschaut. Also das heißt, ihr baut immer genau diese Ausstattung? Genau, also wir haben immer eine Außenfarbe und versuchen dann farblich das Auto so wieder aufeinander abzustimmen. Aber vom Grundriss bauen wir diesen Grundriss, wie wir jetzt haben. Wir haben schon 2, 3... Immer 47? Immer 47. Also die sind alle tatsächlich auf 47 und haben alle dieses Konzept
Ja, weil wir sagen, vom Nutzeffekt ist der einfach Nutzeffekt und das ist Wahnsinn, Style ist echt gut. Und wenn du anschaust, er hat eine coole Proportion. Und da muss ich auch mal ganz kurz sagen, die Idee kommt ja eigentlich von dem Bruce Banner Sprinter, wer den kennt aus den USA. Mhm. Das war eigentlich so, den haben wir gesehen, haben gesagt, in Eisenach, das muss auch nach Eisenach. Das muss man nach Deutschland holen, haben wir gesagt. Den fanden wir wirklich so cool vom Design, von der Proportion. Da haben wir uns irgendwie so ein bisschen rein verliebt und haben das Ding jetzt, das war das Vorbild. Und jetzt haben wir es mal so versucht in Deutschland. Na komm, ich mach noch ein bisschen Werbung für euch. www.xbull.de, da ist das. Die Bullen aus Eisenach, die wirklich tolle Autos bauen. Ich danke euch allen. Ein tolles Startup, kann man immer noch sagen. Ihr seid noch nicht so alt. Oder? Ja, 2 Jahre sind wir. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr noch ein bisschen Kohle übrig habt, 200, wie viel? Ja, bei 229 geht's los. Bei 229 geht's los, ja. Also 229.000 deutsche Euro. Ja, genau. Es ist eine Hausnummer. Also vielleicht Auto da nochmal ein Wort dazu. Wir hatten uns tatsächlich das Ziel gestellt, ein Auto für bis 160.000 Euro zu bauen. Aber nein, das Basisfahrzeug kostet ja. Das ist das Einzige, was wir nicht geschafft haben. Alles klar. Danke fürs Einschalten. Ciao.